So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Evoland. Und, halt, ich nehme mal vorsichtshalber die Maus aus dem Bild. Verdammt nochmal. Ist der Magier wieder. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ha, jetzt hat er die Fledermaus erwischt. Ja, wir... ach so, er muss wieder langsam machen. Kämpfen uns wieder durch den Dungeon, um zu gucken, ob wir den Endboss diesmal platt kriegen. Nachdem es letztes Mal überhaupt nicht geklappt hat. Aua. Verdammt noch. Nochmal. Ach komm. Verdammt nochmal. Der Weg zum Boss war das letzte Mal einfacher. Habe ich so das Gefühl. Ah. Aha. Besser. Wenigstens das muss ich nicht nochmal machen. So. Wollen wir mal gucken. Da sind wir jetzt wieder am Anfang. Ich hoffe, man hört mich. Ich weiß nämlich nicht, da mein Mikro ja kaputt ist. Und das neue überhaupt nicht funktioniert. Bin ich mir nie sicher, ob man mich jetzt gut genug hört. Wir müssen hier auf jeden Fall später nochmal rein. Wenn wir Bomben benutzen können, irgendwann mal. Jetzt erstmal gucken, ob wir zum... ob wir den Endboss platt kriegen. Ich habe wieder viel zu wenig Energie, das ist schlecht. Hier stehen noch nirgendwo Sachen rum. Ist auch schlecht. So, da kommt etwas. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Alter. So. Aua. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Was soll ich denn machen? Scheiß Fledermäuse. Au! Jetzt! Ha! So krieg ich den platt. Okay. Ha! Bam! Weg hier. Oh. Na komm. Verdammt. Okay, aber wir wissen jetzt, wie man besiegen können. Wir müssen ihn gegen die Wand laufen lassen. Das heißt so viel wie, wir müssen jetzt alles nochmal von vorne machen. Was sehr nervig ist. Aber wenn ich nicht auf dem Weg immer wieder Fehler machen würde und mich treffen lassen würde, wäre das auch gar kein Problem. So, die Kammer ist ja mal einfach. So. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Fledermäuse, die er beschwört, können wir uns zunutze machen. Da diese ja Herzen droppen. Droppen, drop, drop, droppen. Ich hatte mir vorhin irgendwas überlegt, was ich euch noch erzählen wollte, aber ich weiß es leider nicht mehr. Aber ich kann euch mal erzählen, meine Bestellung an alten Gameboy-Spielen kam heute, oder eine meiner Bestellungen. Da ich momentan total verrückt nach Gameboy-Spielen bin und man die auf YouTube sehr günstig bekommt, wenn man nicht gerade komplette Sets haben will. Also komplette Sets heißt Spiele mit Originalverpackung in gutem Zustand. Dann, aua. Alter. Shit. Ach, komm, ey. Mach das nochmal, komm. Weil für diese muss man teilweise sehr, sehr viel Geld zahlen.
was ich hier lieber in meine Mietersammlung stecke. Alter! Einmal noch, komm, das krieg mal hin. Sehr gut. Deswegen nehme ich lieber die günstigere Variante, kaufe mir nur die Module. Wobei ich jetzt auch drei OVPs, also Originalverpackungen, für jeweils 5 Euro. Für Modul zahlt man zwischen 2 und 5 Euro. Gebe ich zumindest für aus. Und eine OVP. Legendäres Schwert. Sehr schwer, aber dafür sieht cool aus. Erinnert euch an einen alten Helden. Ja. Na? Das Spiel ist geil, Mann! Ich liebe es! Das ist das Bastardschwert von Cloud. Goal! Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Minen erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ja, das glaube ich allerdings schon. Also wir gehen erstmal hier gucken. Hier gibt es bestimmt doch wieder irgendwo... Nein. Ja, OVPs sind sehr teuer. 3D-Kämpfe. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Okay, vierte Dimension. Wie geil, Mann. Voll krass. Zack. Ah ja. Ich weiß, ich verliere mir den Faden. Nein, für normale Module zahle ich, oder gebe ich so zwischen 3 und 5 Euro aus. Und 3 OVPs, also mit Originalverpackung, habe ich bekommen für jeweils 5 Euro. Von dem her nehme ich dann da auch die Originalverpackungen mit. Fürs gleiche Geld. So, einer weniger. Au. Noch einer. Nee, doch nicht. So. Ja, und da habe ich unter anderem sowas wie Arcade Classics und Dr. Franken. Dracula habe ich mir besorgt. Super Mario Land 3. Also Mario Land, Super Mario Land 3. Habe ich mir auch gekauft. Stufe 7. Das hatte ich damals von einer Freundin, bei einer Freundin immer gezogen. Hatte ich allerdings nie selber, habe ich jetzt auch mal nachgeholt. Die Wissenslücke geschlossen. Ich habe mir sogar, ich habe das irgendwo, glaube ich, schon mal erzählt. Meinen allerersten Gameboy, den besitze ich immer noch. Er ist zwar etwas ramponiert und vergilbt, aber er tut noch. Hab mir aber einen Gameboy gekauft. Einen in sehr, sehr gutem Zustand, fast noch nie gebraucht. Mit Originalverpackung. Und auf dem zock ich. Eieiei. WTF. Okay, das überlebe ich, glaube ich, nicht. Das wird sehr, sehr schwierig. Okay, einer weniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Klink, du musst jetzt mal hier eine platt machen. Das rennt ja wohl. Fuck. Okay, Phoenix Down. Na super, okay, das war's. Zumindest für mich. Was lernen wir daraus? Nicht in dieses Gebiet gehen. Sonst bin ich mal gespannt, wo ich wieder starte. Wahrscheinlich wieder im Dungeon. Oh nein, hier draußen. Cool, okay. 3D. Wir brauchen wahrscheinlich wieder neue Ausrüstung. Oder müssen wieder ein bisschen mehr leveln. Je nachdem, was zuerst kommt. Verdammt! Na komm. Tada! Gut, hier hinten gibt's vielleicht... Ich warte eben auf versteckte Dungeons, aber irgendwie... kommen da momentan keine. Alter, wie ich... Alter, natürlich! Oh, ist das schlecht. Oh, warum trifft denn der die scheiß Fliege nicht?
oder Wespe oder was weiß ich, was es ist. Ob Tränke mehr heilen? Sollte ich mir eventuell die Tränke kaufen mehr? Nein, nein. Gut, Kairis. Wisst ihr, was geil ist, was mir jetzt erst auffällt? Schaut mal auf die Namen. Klink und Kairis. Jetzt macht mal von Klick das C weg. Und von Kairis das K. Link von Zelda und Aeris aus Final Fantasy VII. Lauter kleine Anspielungen, versteckte Gags. Und die sieht auch von den Klamotten her, sehe ich jetzt auch so ein bisschen aus. Hat so ein bisschen Aeris. So, das ist ja cool. Ich glaube, ich kriege noch ein oder zwei Charaktere mindestens. Hätte ich jetzt gesagt. Wieso ist ein Aeris? Was stimmt denn mit der Frau nicht? Oh, super. Ja, klasse. Die Frau ist so hohl. Jetzt hat sie die ganze Zeit geheilt, jetzt stirbt sie trotzdem. Wahrheit, nein, nein, nein. Okay, probieren wir es nochmal. Oh, Frau, wenn du jetzt nochmal stirbst, ey, ich warne dich. Ich warne dich. So, Stufe 7, sehr gut. Habe ich jetzt wieder volle Energie? Nein, natürlich nicht. Ich kann die Magie auch nicht außerhalb eines Kampfes benutzen. Immer die gleiche Kombi. Egal. Jetzt können wir wenigstens noch ein bisschen leveln und Geld sammeln. Ich weiß nicht, wie viel ich für die nächsten Ausrüstungsgegenstände brauchen werde. Da ich jetzt aber für zwei einkaufe, kann sein, dass ich doch ein bisschen mehr Geld brauchen werde. Und vielleicht gibt es ja wieder Karten oder was weiß ich was, was ich noch kaufen kann. Wo ist denn das verfickte Dorf? So groß ist doch die Weltkarte nicht. So furchtbar. Ihr dürft mir auch gerne mal in die Comments schreiben, wenn ihr den Gameboy kennt, also den uralt Gameboy. Mein Bruder schreibt mir gerade, komm mal kurz hoch. Ich werde ganz kurz unterbrechen. Nee, den Kampf machen wir noch. Wenn ihr meine kleine graue Keksdose, wie ich sie nenne, noch kennt und auch gespielt habt, was denn ihr früher gespielt habt? Ob ihr so die Standard-Klassiker, die jeder gespielt hat, gespielt habt? Also sowas wie Mario Land, Donkey Kong Country oder Donkey Kong Land oder Pokémon oder sonstiges. Oder ob ihr noch ein paar Geheimtipps für mich habt, was ich mir zulegen sollte, was ich mal nachholen sollte. Bin gleich wieder da, ich komme gleich wieder. Bleibt dran. So, da bin ich wieder. Ah, da ist die nächste Stadt. Ja, ich musste gerade meinem Bruder bei Amazon ein Buch bestellen, weil der macht da jetzt Abi. Weil der macht sein Abi in Rallye. Warum auch immer. Weil da wollte er ein Buch haben, mit dem er besser lernen kann. Und das musste ich, weil ich ja Amazon Prime-Mitglied bin, musste ich ihm das gerade mal kaufen, damit er das morgen kriegt. Gleich. Als Prime-Mitglied kriegst du es ja, hast du ja hier. Kauf innerhalb der nächsten 3 Stunden, hast du es morgen oder so. Oder sogar per Money Express, dann hast du es sogar bis um 12. Sehr gut. So, aber wir machen jetzt weiter. Gabba war es, der mir das Spiel empfohlen hat. Durch den bin ich da überhaupt drauf gekommen. Vorgerenderte Hintergründe. Eine neue, viel detaillierte Art der Darstellung.
Das ist so geil, Mann! Wie cool! Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Das ist jetzt so Final Fantasy mäßig. Final Fantasy 7, 8, 9. Das ist so gut, ey, so gut. So, was hast du zu sagen? Wir kommen in Augai. Das Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land, doch jetzt ist es etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Augai verschwunden sein und damit ist es nicht zu Ende. Scheiße. Mal gucken. Wird geladen. Oh, das Spiel ist so genial, ey. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Komme ich hier nicht in die Häuser rein? Muss ich die auch erst freischalten? Ja, scheint so. Okay. Oh, ganz viele Kisten. Unruhiges Kind. Er rennt den ganzen Tag lang herum. Okay. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. So, aber hier komme ich rein. Nein, okay. Kartenspieler. Seid ihr Spieler? Oh ja, Kartenspieler. Geil! Ich liebe Doppelzwillingen. Nicht nur das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Nur zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Was auch immer passiert, wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr auf einen netten Doppelzwing ausseid, seid ihr bei mir goldrichtig. Okay, die Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren reihum Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Okay, wir machen mal einfach... 2, 3, 4, 5. Das ist ja hier Triple Triad. Das ist geil, Mann. Okay, wir platzieren die mal hier. Gucken wir, was der Gegner macht. So, jetzt können wir... Das ist eine beschissene Karte. Die mal hier hin machen. So, meine Karte. Okay. Die machen wir mal dahin. Das ist scheiße, ey. Ich hab bloß 4er-Karten. Okay, wir platzieren die mal da. Und die da. Ha, gewonnen. You win! Yeah, man! Ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Nächstes Mal gewinne ich. Okay, hier wissen wir, hier können wir spielen, hier kommen wir wieder hin. Teurer Händler, es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Okay, kaufen. 5000. Wir können uns einen schnellen DVD-Player kaufen. Und ich kaufe mir die Silberrüstung. Jetzt haben wir noch 3000. Okay. Wir müssen noch ein bisschen leveln gehen, wa? Ich befürchte. So, was haben wir hier? Die Ruinen von Sarundnak. Kanduras, andersrum. Im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Ach so. Cool. Ja, bitte. Danke. Okay, da geht's wahrscheinlich wieder raus. Bevor wir aufbrechen, müssen wir mit meinem Onkel sprechen. Über seinem Haus schwebt ein großes Luftschiff. Er ist also leicht zu finden. Okay. Okay, ich kann da nicht durch. Okay. Ja. Mal alles schon mal zurücklaufen. Ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, ich werde das nochmal durchspielen.
Jetzt hat mein Bruder gerade gesagt, ich hoffe, dass das Spiel nicht so lange geht. Weil ich habe ja gestern eine Mitteilung rausgehauen, dass ich jetzt erstmal die meisten meiner Rollenspiele, bis auf Ni No Kuni, auf Eis gelegt habe. Weil ich dann noch zu voreilig war und zu viele Rollenspiele angefangen habe. Und jetzt fange ich das nächste an. Ja. Ich dachte, es ist so ein kleines Spiel, so ein paar Anmerkungen, so ein paar Gags. Aber hast du schnell durch, jetzt dauert das doch etwas länger, als ich geplant habe, ursprünglich. So, Oma, was sagst du? Ich lebe schon seit 60 Jahren in Agonie und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Damals wohnte ich in Papunika. Ich bin hergezogen, weil der Anbau nahe am Manabaum bessere Ernten versprach. Es muss eine ziemlich böse Macht dort geben, die die Ödnis verbreitet. Seht euch nur an, was mit meinem Haus passiert ist. Wir sind alle verdammt. HD-Hintergründe. Ah. Einfach nur wow. Okay, es ist alles schärfer. Ist das geil, Mann. Das ist so cool. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im... Na, wer weiß es? Nun sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ach so, im Arsch. Ich dachte im Knie. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Schade. Onkel! Ist alles in Ordnung? Aha. Sid mit S. Normalerweise mit C. Kairis! Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Augei ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Nuria-Mine. Cloud mit A. Oh, das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Klink hab ich hier, um das Schwert zu führen. Okay. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Gut und schön, aber wir brauchen das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurden zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Wo, Mann? Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Klink, könnt ihr die Bombe besorgen, damit wir den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um die Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Ich schuße später wieder zu euch. Sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Alles klar, machen wir. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Oh ja, boah. Wird geladen, ey. Es ist so gut, ey. Au. Geil. So, wir wissen ja, wo der Kartenspieler ist. Jetzt ruckelt's. Das ist schade. Ja, können wir gleich nochmal eine Runde Doppelzwilling spielen. Glatzkopf, gib mir Bomben. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demacia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Augei und seine Bewohner. Verdammt, das weiß ich doch. So, du legst deine hier hin, das war sehr klug von dir. Dann hätte ich fast gesagt, wir legen diese hier dahin. Und diese legen wir dahin. Dann haben wir nämlich die schon mal. Das ist sehr gut.
Und dann legen wir diese hier dahin. Und diese hier legen wir dahin. You win! Gut, dass wir auch schon wissen, wo die Krankenschwester ist. So, meine gute Frau. Ihr seid da vom Maus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat. Was soll denn das heißen? Dass ich das nicht hinkriege, oder was? Sag mal, lächerlich. Ich glaube, ich werde jetzt dann noch mal ein bisschen trainieren gehen. Das mache ich dann aber offscreen, weil wir brauchen 1000 für die Karte und 10.000 für die Karte und 5.000 für den schnellen CD-Spieler. 5.000 habe ich gleich wieder. Das heißt, ich brauche noch 10.000. Okay, das kann wirklich etwas länger dauern dann. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Level steigen, aber egal. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Rylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn im Dorfeingang. Okay. Krieg ich den für meine Party? Nehme ich zumindest an. Das müsste diese hier sein, wa? Bist du Riley? Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater, verkohlte Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder, so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Ihr wollt mich jetzt verarschen, ne? Backtracking ohne Ende. Schickt mich von einem zum anderen. Ja, das müsste dann ja wohl die hier sein. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Okay. Das verdammte Kind hat die Bomben. Deswegen die runden Krater. Alle denken, es wäre ein Drache, obwohl ihn keiner gesehen hat. Typisch Rollenspiel. Oder Action-RPG nenne ich es mal. Halt, 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 halt. Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wirklich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Habe ich jetzt welche? Ah, da ist sie ja. Meine Gairis. Gairis. Klink! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet, dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Nein, wir gehen jetzt erst nochmal in die Mine zurück. Denn jetzt kann ich, eventuell die Bomben benutzen. Vermute ich zumindest. Wenn es nicht funktioniert, dann werde ich erstmal leveln gehen. So. Verdammt. X-Kristall. Hat sie nicht gesagt, ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt? Das sieht mir jetzt mehr nach einem Zauber aus. Schick. Naja gut. Es ist zumindest ein Angriffszauber. Kein stärkerer Heilzauber, aber ein Angriffszauber.
vorhin gedacht, ich habe so viele Random Encounter gemacht, aber nee, habe ich ja gar nicht. Das waren, dafür gab es ja keine Erfahrungspunkte. Ich habe zum Glück noch... Alter! Alter! What the fuck? Danke. Wert für Angriff wurde erhöht und ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Die gute Frau wird nie wirklich Schaden machen. So, die Noria-Mine. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein paar brüchige... Was? Nein! Das darf ich dir nochmal machen, ey. Arsch. Au, Arsch. Fuck you. Alter. So. Na komm. Na komm. Dafür gibt es wahrscheinlich nicht mal Erfahrungspunkte. Naja, egal. Sollen wir mal gucken? Bomben. Haha, Ausgrabungen. Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt. Und was kriegen wir? Ein Stern? Eine Karte? Ein Stern. So, Bombe. Wir kriegen auch noch einen Bogen. Bogen ist cool. So, jetzt lasst mich mal gucken. Wo war denn hier noch? Hier war, hier was? Ist hier irgendwas brüchig? An Mauern? Sieht nicht danach aus, wa? So, ich mach den Dungeon jetzt einfach mal rückwärts. Okay, rückwärts ist scheiße. Ne, wir machen den jetzt vorwärts. Und kommen hier nachher wieder raus. Gute Idee. Weil es waren hier noch mehrere... brüchige Mauern. Das ist die Magier. Da ist noch was. Boom. Was? Noch ein Stern. Ja gut, ich hätte lieber neue Karten. So. Also machen schon gut mehr Schaden. Guck mal, hier ist noch was. Wie komme ich denn daran? Magier. Hilfe. Okay, dann gehen wir mal da nochmal lang. Hacking? Alter, willst du mich verarschen? Ich lass mich nicht gern verarschen. Schon gar nicht von Fledermäusen und Magiern. Vor allem nicht von bösen Magiern. Was? Exakt das habe ich gemeint. So. So viele Wege kann es doch gar nicht mehr geben.
Oder doch? War denn hier oben, hier war nichts mehr? Ich weiß, irgendwo war noch... Ah. Komm schon. Irgendwo war noch was. Alter! Hör auf damit! Vorhin war da noch eine Kiste. Irgendwie komme ich an die auch ran. Und es gab noch mehr als den einen Gang zum Sprengen. Da oben ist auch noch was. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich da rankomme. Och nee. Alter. Nicht hochlaufen. Nein. Oh. Den hätte ich einfach da lassen können jetzt. Echt mal. So, hier komme ich nicht rein. Das muss ich irgendwie aufkriegen. Zu viele Gänge, wo ich durch könnte.